So. Herzlich willkommen vom Montag heute hier. Heute volle Bude. Dahinter den Volvo. Mal gucken, da ist an der Kipperbrücke was undicht. Da jetzt müssen wir richten von der TÜV. Hier Zylinderabdichter. Wolf ist da am Schlossern. Mit der genug zu tun, Werkstatt steht voll. Der Lea macht Backofen fertig, Kraftstofffilter. Und Basti ist sogar mal wieder da. ich glaube, die Linse hier schon kriege ich. Ja, auf jeden Fall wieder voller Betrieb hier. Am Montag gleich wieder. Da ist gleich das nächste auch wieder. Muss man nach der Bremse gucken. Mal dann herbringen lassen. Ja, jetzt gucken wir, dass wir den heute wieder rausbringen, dass wir den Platz wieder haben. Da muss man eigentlich noch zusätzliche Kraftstofffilter reinmachen. Was ist denn das? Das ist der alte Spiegel, den wir gleich fortschmeißen können. Hat ein bisschen Probleme gemacht mit dem Kraftstoff und machen wir jetzt Leitungsfilter mit rein. Und ja, so schaut's aus. So, herzlich willkommen vom Dienstag. Ich war gestern Abend noch die Files auslesen. Die muss ich jetzt heute noch durchschicken. Für diesen Komatsu-Bagger. Hat soweit ganz gut funktioniert, muss ich sagen, für das, was wir erst gemacht haben. Jo, jetzt muss ich weiter Raubau gucken, die haben im Getriebe irgendwie mal leer. Mal schauen, was da genau ist. Hoffentlich nichts Wildes, aber sehen wir dann. Der Rolf ist gerade dabei. Podeste. Von Steinbruch. Wie ihr seht, ist schon fertig. Bleiben wir noch raus. Macht gerade das zweite. Mal Geländer oder Dachbruch. Genau. Dann geht es hier weiter mit diesem Motor. Wir haben da gestern. Ne, wann hast du noch nicht geguckt nach der Lagerscheibe, David? Gestern war das, gell? Gestern die obere Hauptschale quasi mal auf die Seite geschoben, damit wir gesehen, wie Öl rauskommt. David hat ein Video gemacht, das werde ich wahrscheinlich mit einfügen. Fakt ist, steht halt Lagerschale schon eingepackt, oder? Im Kasten liegt alles. Ist das die Hauptlagergasse? Ich habe nochmal in der Zeichnung geguckt oder im Werkstatthandbuch. So, hier mit dieser Lagergasse. Es gibt nämlich eins mit Loch und eins ohne Loch. Das Mitloch muss eigentlich oben drauf sein, dass durch den Block das Öl auf die Hauptlagergasse kommt, von der Hauptlagergasse aus blauen Lager. Wie ihr sehen könnt, ist es falsch umgebaut. Menschenarbeiter, passieren solche Sachen. Was soll man machen? Können wir es nicht mehr ändern? So ist es. Wir bauen den Motor jetzt aus. Der kommt zurück zum Motorinstandsetzer. Und dann kann der sich darum kümmern. Da hat der Heiko auch schon angefangen. Langsam Platz zu machen. Hier Luftfilterkasten, ein paar Kabel und so. Mal ein bisschen Platz machen. Dass wir die Kabine unten machen können. Hier Kotflügeltüre schon weg. Ja, wie ihr seht, wird überall Faulicht runter. Aber haben wir ja gewusst. Und ja, da tastet sich da immer ein bisschen weiter voran. Stück um Stück. Und das ist immer so ein Hebeherr-Projekt. Der Basti ist gerade hinten dabei. Hier an dem Fendt Köpf runter zu machen. Wasser jetzt mal sauber lassen. Da würde ich ein wenig Zeitraffer mitlaufen lassen. Ich möchte dann den Köpf runter. Und dann gucken wir, ob da die Kopfdichtung kaputt ist oder was genau hier kaputt ist. Und dann ist das später mehr. Genau.
So lasse ich den Zeitraffer ein bisschen mitlaufen, dass ihr was seht. Weil sowas machen wir uns auch zum ersten Mal, so ein Fendt-Motor, so ein MM-Motor. Und jo, wisst ihr dann Bescheid.
herzlich willkommen vom Mittwochabend. Heute leider kein Stammtisch. Herz alkoholfrei. Hört sich blöd an. Aber ist mir nicht schlimm, wenn man sowas durchzieht. Außerdem muss ich morgen mal über 6 wieder raus. Das wird sonst kritisch. Ja, die zwei Stege sind fertig für den Steinbruch. Da kommt es dann hoch und dann oben drüber noch ein Dach. In der Mitte läuft das Wetterband, also schon ein weiter auseinander. Aber Staufen am Konstruieren. Hier die zwei Geräte muss ich mitnehmen morgen nach Zaberfeld. Die haben wir repariert und die bringe ich gleich mit. Dann können die quasi loslegen. Der David hat hier wieder Werkzeug gebraucht. Büchsenzieher. Oh, das ist gerade sehr. Ist gut, dass es da ist. Das ist zum Mercedes-Benz Bremse, Bremsentlüfter. Beim Akros die Schaltung zu entlüften, das ist spezielle Gerät dafür. Zum Anschließen, ja. So, weiter geht's hier. David hat, wie gesagt, die Dinge rausgemacht. Buchsen gezogen. Ich schau mal weiter. Vorhin auf Instagram schon ein bisschen was postet. Ich glaube, hier sieht man ein bisschen Schaden und so weiter. Also, da haben wir die Motoren ein bisschen Probleme damit. Die neuere haben wir, glaube ich, Probleme, also 500er und die neue 300er, dass sich hier oben dieser Ring setzt oder dass der quasi runtergeht und dann der Büchseüberstand nicht mehr gewährleistet ist. Bei dem sind jetzt die O-Ringe, was undicht sind. Wir haben vielleicht auch vermutlich Kopfdichtung, aber nein, dem ist nicht so. Kopfdichtungen alle ganz gut ausgesehen. Die sind relativ stabil, muss ich sagen. Und genug Überdeckung, hier sieht man es ja. Also da hat man hier überall gut Platz dazu, aber hier kann man es vielleicht sehen. Ist einfach fertig. Natürlich, du es rausmontieren, kann ich sich auch beschädigen, aber ich sag mal, das ist einfach Zeit an der Zeit. Da haben die ein bisschen Probleme damit. Weiß man aber eigentlich bei der Maschine. Und ja, wie gesagt, jetzt mal zum, was ist heute? Zum Mittwoch. Jo, gibt's denn schon irgendwas? So, wenn bei der Goldbesteiger kommen, die ist beim Fertiger, sag ich mal. Und mal da wieder backen, dann einkauft. Jetzt koche ich noch was und dann ist für heute gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. So, servus, hi vom Samstag. Waren jetzt heute Bemschneider da, noch hoch in Arschter Ding bei der Schwiegermutter. Und ja, hat soweit alles geklappt. Mein so schön sauber, das sagt da eine Akkus laden. Und dann stellen wir das wieder rein. Jo, was ist die Woche hier noch groß passiert? Zwei Starter sind noch dahinter, die wir noch machen müssen. In der LKW, der war glaube ich in der Charge drin. Da kommen halt immer bloß die falschen Teile. Da haben wir das Problem. Der schwitzt unten, ist so eine Bremszange, das ist ein wenig kompliziert, das zu machen. Und da müssen wir quasi mal gucken, was wir da an Teile bekommen. Wie wir das genau machen. Sorry. dann geht es weiter. Stichsatz ist heute kommen. Und dann werden wir dann am Montag wahrscheinlich abdichten, da noch von uns. Verdrennt haben wir auch alles kommen. Jo. Und sonst war viel außerhalb wieder ans Ende von der Woche. Und die Zylinder haben wir alles voll gemacht. Also die Zylinder. Sind auch nicht Zylinder quasi, die drei Zylinder. Der Kopf da dreht und der Mündung, die den Kopf dreht. Der ist richtig Taco geworden. Kannst gar nichts sagen. Mal das Auto haben. Das sieht aus wie neu. Mega, oder? Ist schon eine feine Sache. Jo. Da ist sowieso eine richtige Bastelbude. Ich bin gespannt, ob wir es noch bekommen alles. Bin gespannt. Genau. Über den Fendt habe ich euch ja alles erzählt soweit. Da haben wir Zeit auch mitlaufen lassen. Und ich räume dann nachher noch ein bisschen Hydraulik ein. Ein bisschen Entspannung noch.
Genau. Danke fürs Zuschauen. So wie mal zum Samstag. So, hallo. Servus vom Sonntagnachmittag. Ist gerade dabei. Alles zusammen so fürs Video und so weiter. Hab heute den Tag über Inventur gemacht. War es dringend notwendig, war die erste Inventur. Und dann merkt man schon so, was da alles zusammenkommt. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wir werden am Montag und am Dienstag nochmal drüber gehen und das durchgucken. Meine Jungs vielleicht auch nochmal, vielleicht fällt dann noch was ein. Und dann haben wir mal das Gröbste und dann kann man das vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter aufdröseln. Und wir schauen uns das nochmal an. Genau. Und alte Klassenkameraden war der Flo. Der war in Kirchheim auf der Meisterschule. Cooler Typ. Der hat mal den Anbauseparator ausgeliehen. Guckt sich das mal an, ob das einen Wert hat für ihn. Und ja. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Also nicht euch viel. Ich mache das Video noch. Viel Spaß beim Anschauen auf jeden Fall. Und ich sage bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.